Hey Leute, was geht? Wir sind wieder hier in Notrufarbe und heute zeige ich euch mal einen kleinen Secret oder einen Glitch, den ich herausgefunden habe. Der ist richtig krass, also bleibt bitte bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Wie gesagt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, es geht direkt los. Übrigens, nicht wundern, ja, ich habe hier echt tatsächlich ein Grafik-Update drin, also könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Und ich würde sagen, los geht's direkt. So Leute, wie gesagt, ich bin ganz normal als normaler Zivilist hier drum. Und mit dem normalen Auto, dazu kommen wir gleich nochmal. Das erste, was ihr machen müsst, ist zu irgendeiner Tankstelle. Das heißt, entweder zu GS&GO, zu Ares oder halt zu Osso-Tankstelle. Es ist total egal. Und hier müsst ihr einmal, habe ich gerade schon gemacht, glaube ich, genau. Ich habe gerade nochmal den Trick probiert. Das ging auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall, Error-Meldung. Ich brauche nämlich noch einen Keks und ein Energy, weil es ist ganz wichtig. Ihr braucht insgesamt drei Energies und drei Keks. Ansonsten klappt das nicht. So, und dann steigen wir wieder in unser Fahrzeug eben ganz kurz ein hier, Leute. Was ihr dann machen müsst, ist einfach zum Autohaus fahren. Und da müsst ihr einmal ganz kurz euer Auto wechseln. Ich weiß nicht, welches Auto ihr fährt, aber am besten wäre es, wenn ihr den Wolfsburg Handel benutzt. Oder halt, wenn ihr es habt, Avantismo S5, der ist sogar noch besser. Aber wie gesagt, wenn ihr den nicht habt, könnt ihr ihn zwar kaufen, müsst ihr aber nicht. Ihr könnt auch den Passat nutzen. Also spawne ich eben ganz gut mit dem Avantismo. Und dann müssen wir eben kurz zu einem bestimmten Ort fahren. Den zeige ich euch mal eben ganz kurz, wo der ist. Wir fahren alle vom Autohaus jetzt hier lang, rechts lang der Straße, an Ares vorbei. Wir wollen nämlich zwischen Baustelle und im Wasser fahren. Ich habe mir den Fehler gemacht, dass ich da lang bin. Aber wie gesagt, an den Bahnschranken müsst ihr direkt links einschlagen. Also hier lang, Leute. So, dann den Bäumen ein bisschen ausweichen. Und hier werden wir gleich ein geheimes Lagerfeuer entdecken. Viele haben immer gedacht, ja, das hat keine Wirkung oder was, das ist halt nur zum Spaß. Aber tatsächlich hat das einen Sinn hier, dieses Lagerfeuer. Ganz wichtig, ihr müsst euch so nah wie möglich hier ranstellen, aber nicht auf den Steinen stehen. Das ist wichtig, ansonsten klappt das halt nicht. Dann müsst ihr einmal einen Keks essen und einmal ganz kurz Energy Drink trinken. Und dann geht's gleich weiter, Leute. Dann, Leute, müsst ihr einmal in den Chat gehen. Also ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich überall einen Chat, hoffe ich schon mal. Ihr müsst hinschreiben, Libra, Libra, das zweimal jeweils. Und insgesamt müsst ihr das dreimal schreiben. Das heißt, wir schreiben einmal Libra, Libra, schreiben nochmal Libra, Libra und schreiben noch einmal Libra, Libra. Das ist ganz wichtig. Das ist nämlich so ein geheimer Code. Der wird nämlich jetzt aktiviert gerade. Und damit können wir direkt zum nächsten Schritt gehen. Damit haben wir zugesehen die Zugangsberechtigung dafür. Wir steigen jetzt in das Auto eben kurz ein. Und ich würde sagen, weiter geht's zum nächsten Ort, Leute. So, wir befinden uns gerade beim Werkzeugladen. Hier ist es wichtig, wenn ihr es noch nicht getan habt, Leute, kauft euch eine Taschenlampe und eine Leiter. Das ist wichtig für den nächsten Schritt. Also, wie gesagt, wenn ihr es noch nicht habt, kauft es auf jeden Fall. Und weiter geht's halt mit dem nächsten Schritt, würde ich sagen. Wir haben jetzt gerade einen blinden Passagier drin. Okay, doch nicht. Oder ausgestiegen. Okay. So, Leute, ich befinde mich gerade am anderen Ende der Bundesstraße, genau am Tunnel hier. Also, ich befinde mich gerade hier unter Hafen City. Hier könnt ihr hinfahren mit eurem Auto. Ich habe jetzt gerade einen kleinen Fail gemacht. Das ist aber nicht schlimm. Normal sollte es eigentlich so nah wie möglich diese Leiter platziert werden und dann hier hochklettern. Allerdings haben wir es gleich 5 Uhr und das ist wichtig. Es darf nicht vor 5 Uhr sein. Ihr dürft das also machen. Wir müssen uns jetzt einmal ganz kurz beeilen. Am besten, wenn ihr das macht, holt euch eine Leiter und nicht wie ich failen. Ihr müsst mich halb auf der Leiter gehen, aber es klappt nämlich bei mir auch, weil ich habe das schon aktiviert, den Code. Ihr müsst jetzt schnell einmal die Taschenlampe ausrüsten. Eins, zwei, dreimal. So, und jetzt müssen wir ganz schnell ein Auto rein. Das heißt, wir haben dreimal in diesen dunklen Tunnel reingeleuchtet. Da ist nämlich so ein Geheimcode drin gewesen. Jetzt müssen wir warten bis 5 Uhr. Es ist 5 Uhr schon. Oh Gott. Jetzt müssen wir Vollgas geben. Das geht nämlich genau jetzt nur. Und mit diesem Auto müssen wir jetzt genau 100 km/h fahren, weil hier ist nämlich so ein Code drin versteckt, sag ich mal. Und so 1 km/h schneller geht das? Ja, das geht. Genau 100 km/h müssen wir jetzt lang fahren hier. Ist das nicht so schlimm? Ein bisschen abweicht, ist nicht so schlimm. Hauptsache ungefähr im Bereich 100 km/h. Und am besten auch keinen Unfall bauen, einfach straight geradeaus. Ganz wichtig, Leute, versucht einfach so ein bisschen, ja, so Fingerspitzengefühl, ne? Wie gesagt, und lasst euch da nicht ablenken oder sowas. Einfach geradeaus straight fahren mit der Geschwindigkeit. Dann passt es auf jeden Fall, bis ihr in den Tunnel seid. Das heißt, wir haben gleich unser Ziel erreicht. Wenn wir im Tunnel sind, haben wir auf jeden Fall das Ziel erreicht. Also jetzt passt es auf jeden Fall. Jetzt haben wir es geschafft, den Code. Hier ist eine geheime Tür. Diese müssen wir direkt erstmal gleich betreten. Das heißt, wir gehen hier vorne hin und versuchen hier einmal ganz kurz hier durchzugucken. Wir können versuchen, so ein bisschen die Leiter zu benutzen, wenn ihr die schon wieder habt. So, und jetzt können wir hier so ein bisschen durchgucken durch die Tür. Ihr seht das, Leute? Seht ihr das da vorne?
den Code. Wenn man so ein bisschen durchbackt hier, seht ihr das? Sieht man, glaube ich, ne? Wie gesagt, ansonsten, wenn ihr es nicht seht, Leute, im Bild ist das 4365, der Code. Den müsst ihr euch merken, wie gesagt, es ist wichtig, weil jeder hat einen eigenen Code. Bei mir ist er gerade gewesen 4365 auf jeden Fall. Deswegen, Leute, jeder hat einen eigenen Code, deswegen könnt ihr es einfach kopieren. Wenn ihr den Code habt, Leute, geht es weiter mit Schritt 2. Oder besser mit dem nächsten Schritt, besser gesagt. Dann, Leute, kommen wir auch schon zum vorletzten Schritt. Also, wir haben es schon fast geschafft. Ihr müsst jetzt nur noch zu einem Geldautomaten gehen. Viele haben mal gedacht, die sind nutzlos, aber tatsächlich haben die einen Nutzen. Wir geben jetzt nämlich so ein, die Nummer 4, upsala, 4, oh mein Gott, 4263 geben wir jetzt ein. Das ist halt der Geheimcode. Ihr könnt jeden Geldautomaten verwenden, den ihr wollt, also egal welcher. Und wie gesagt, wartet dann einmal ganz kurz und dann kommt gleich eine Bestätigung. Genau jetzt kam die Bestätigung gerade. Moment. Genau. So, und jetzt haben wir schon alle Schritte eigentlich erfolgreich fertig gemacht. Das Einzige, was wir jetzt nur noch machen müssen, ist eben zu einer speziellen Stelle fahren. Wie gesagt, ich bin auf dem öffentlichen Server, es geht genauso gut alles hier. Wir müssen jetzt nämlich einmal ganz kurz hier vorne zum Hofladen fahren. Das heißt, wir fahren eben ganz kurz hin, Leute. Weil da ist jetzt nämlich der Secret Spawn-Punkt, wo man das Admin-Fahrzeug jetzt schlussendlich spawnen kann. Also fahren wir eben ganz kurz hin, Leute. So, Leute, ich bin gerade beim Hofladen bei einer Scheune hier vorne. Also, wie gesagt, hier draußen ist ja der Hofladen. Und, wie gesagt, hier ist ja die große Scheune, ganz wichtig. Wie gesagt, jetzt müsst ihr nur noch euer Auto hier vorne parken. Also ungefähr hier in der Mitte, Leute. Und dann, ganz wichtig, wie gesagt, alles befolgen, was ich mache hier gerade jetzt. Also, ihr steigt einfach aus, geht in die Ego-Perspektive, geht hier an den Holzbalken, gibt hier nochmal ein 4263 Lapri. Lapri. Und dann, wenn ihr euch gleich umdreht, Leute, ist das Auto endlich da. So, Leute, wir schauen mal eben ganz kurz. Hat's geklappt? Es hat geklappt, Leute. Tatsächlich, das Auto ist tatsächlich gespawnt. Wir haben endlich das Admin-Fahrzeug auf dem Server, auf meinem öffentlichen Server. Wie cool ist das denn, Leute? Also, das hat geklappt. Wie gesagt, befolgt genau die Schritte wie bei mir. Dann habt ihr auch zum Glück euer Admin-Fahrzeug und könnt damit einfach auf dem öffentlichen Server rumfahren. Wie cool ist das denn? Und einfach damit angeben. Ja, wie geil ist das denn, Leute? Wie gesagt, lasst gerne ein Like und Abo da. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne, wie gesagt, einen Kommentar da. Wenn es geklappt hat, schreibt es in die Kommentare rein, damit ich weiß, dass es geklappt hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, haut rein.